Was zuletzt geschah. Mit Günther kehrte auch Team Runde Ecken zurück. Und zwar wortwörtlich. Die Gruppe reiste an den Ort, an dem alles begonnen hatte. Nach Schatzstadt. In Erinnerung, doch auch sorgenschwelgend, beschloss Lord Ecke, was zu tun war. Um eventuell Informationen über Günthers Erinnerung und vor allem einen Schlafplatz zu finden, reisten er und Günther zur Gilde. Dort trafen sie auf viele Pokémon, die auch Lord Ecke fremd waren. Doch keine alten Bekannten. Bis die neue Sekretärin der Gilde die beiden empfing. Die zeitreisende Celebi hatte zusammen mit ihrem Gefährten und Lord Eckes altem Freund Reptane die Gilde übernommen, als Knuddeluff in den Ruhestand getreten war. Durch die beiden und ihren alten Rivalen, doch nun Freund Zwirfinst, erfuhren sie, dass sie in der Strandhöhle übernachten könnten und dass es laut einer Legende irgendwo ein Lied gäbe, welches Erinnerungen erwecken könnte. Und auch erfuhren sie, weshalb sie alle in diese Zeit gereist waren. Die Zukunft der Welt existierte nicht mehr. Kapitel 11. Gemeinsame Zeit. Als wir wieder an der Kreuzung ankamen, warteten dort bereits all unsere Freunde auf uns. Gut, zumindest Kecleon scheint noch geöffnet zu haben. Ich war etwas verwirrt, bis ich Chillast und Bulby diskutieren hörte. Das lohnt sich kein bisschen. So viel Geld für so einen kleinen Anstecker. Von dem Preis hättest du dir an anderen Orten 3 teure Schals kaufen können. Es war vielleicht nicht billig, aber es war sein Geld wert. Außerdem, du kennst Ivy nicht so gut wie ich. Sie kann sehr überzeugend sein, wenn sie etwas haben möchte. Als ich zu Ivy sah, die sich gerade ins Gespräch einschaltete, merkte ich, wovon die Rede war. Sie hatte, anders als noch bei unserer Ankunft, einen kleinen Anstecker am Ohr befestigt, der aussah wie eine Lilie. Warum müsst ihr euch denn streiten? Es ist gekauft und ich mag es. Wir haben Urlaub, bleibt doch mal locker. Die beiden Pflanzen-Pokémon gingen ihrer Empfehlung nach und hörten auf, sich zu streiten. Nun bemerkte Seemops auch uns. Da seid ihr ja, warum habt ihr ihn so lange gebraucht? Lord Ecke übernahm das Antworten. Wir hatten einige unerwartete Begegnungen, aber es hat sich gelohnt. Folgt mir an unserem Lager, erzähle ich euch mehr. Wir folgten Lord Ecke den Weg entlang, der genau gegenüber vom Aufgang der Treppe zur Gilde verlief. Als wir an seinem Ende ankamen, erreichten wir einen Sandstrand. Von hier aus konnte man weit über das Meer bis an den Horizont sehen. Der Mond spiegelte sich im Wasser. Shinux war begeistert. Wow, was für eine Aussicht! Und ich dachte, den Spiegelsee könnte man schon nicht mehr übertreffen. Dieser Strand war schon immer etwas Besonderes. Seht ihr diese Höhle da vorne? Sie wird unser Lager sein. Hier verbringen wir die Nächte in diesem Urlaub. Die Höhle ist unbewohnt, deswegen brauchen wir noch Betten. Am besten sammelt jeder einige der Palmblätter, die hier liegen. Sie eignen sich prima. Es dauerte nicht lange, bis jeder es sich bequem gemacht hatte. Es lagen mehr als genügend der großen Blätter herum, damit sich jeder ein bequemes Lager bauen konnte. Aus ein paar Ästen und einigen Steinen vom Strand errichteten wir eine Feuerstelle, um die herum wir unsere Betten aufbauten. Jeder machte es sich um das Feuer bequem. Ein Moment lang sagte keiner etwas. Wir lauschten alle dem Knistern des Feuers und dem Rauschen der Wellen. Der Geruch des Meeres und des Feuers vereinten sich, um eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Nur ein wenig Mondlicht diente dem Lagerfeuer als Konkurrenz. Ich sah kurz in die Runde. Alle starrten gebannt auf die Flammen in unserer Mitte. Jeder wirkte entspannt. Bei der Positionierung der Schlafplätze gab es keine Überraschungen. Bulby und Shinux kuschelten sich bereits zusammen, in der Nähe von Chillast und Ivy, die dasselbe taten. Seemops war ebenfalls nicht weit weg von ihnen, zwischen Chillast und Hydropi. Latias hatte sich zwischen ihrem Bruder und Hydropi einen Platz gesucht. Neben Latios befand sich Lord Ecke, ich auf der anderen Seite von ihm. Nach ein paar Minuten durchbrach Lord Ecke die Stille. Er begann den anderen zu erklären, was in der Gilde passiert war. Nur den Teil mit Zwirfinst
Den Teil mit der ausgelöschten Zukunft ließ er weg. Er wollte den anderen keine Sorgen machen, nicht in unserem Urlaub. Ansonsten erzählte er alles, von der Begegnung mit alten Bekannten bis hin zum Lied der Erinnerung. Als er mit seiner Erklärung fertig war, fragte Latios, wie werden wir in den nächsten Tagen vorgehen, um dieses Lied zu finden? Ich merkte, dass bei dieser Frage bereits einige in unserer Gruppe sehr enttäuscht waren. Viel mit Urlaub würde diese Reise eher nichts zu tun haben. Zumindest sah es kurz so aus. Wir werden Urlaub machen. Ich zeige euch die Region und wir hoffen, dass Günther sich dabei vielleicht schon an etwas erinnert. Viel mehr als Passantenfragen können wir nicht machen. Wenn keiner dieses Lied kennt, kennt es keiner. Punkt. Und sollte es soweit kommen, werden wir auch ohne Günthers Erinnerung in der Menschenwelt auskommen. Mit dieser Idee traf Lord Ecke auf sehr viel Einverständnis. Wir würden einfach den Urlaub genießen und dabei ein paar Leute befragen. Uns standen einige sehr erholsame Tage bevor. Wir machten aus, dass wir 5 Tage bleiben würden. Egal, ob wir fündig würden und wenn ja, wann. 5 Tage, bevor wir in die Menschenwelt reisen würden. Nachdem dieses Gespräch zu Ende war, beendeten wir endlich den Tag. Es war inzwischen schon sehr spät in der Nacht. Es würde vermutlich frühestens Mittag sein, bis wir endlich aufbrechen könnten. Auch ich legte mich zur Ruhe, doch noch nicht sofort mit dem Vorsatz zu schlafen. Ich wollte bereits den ersten befragen, der etwas über die Legende wissen könnte. Determination, hörst du mich? Wenn du mich das noch einmal fragst, höre ich nächstes Mal gar nichts. Ich bin in deiner Seele, verdammt, wie soll ich dich nicht hören? Ist ja gut, beruhig dich. Ich wollte dich fragen, ob du irgendetwas weißt, entweder über meine Erinnerung oder über das Lied der Erinnerung. Habe ich Seele gesagt oder Gedächtnis? Wo soll ich das Wissen über deine Erinnerungen geklaut haben? Kannst du mir nicht einfach normal antworten? Dumme Fragen bekommen dumme Antworten. Und über das Lied weiß ich so manches. Irgendwann vor langer Zeit wurde es von einem Pokémon namens Selfie komponiert. Es sollte Pokémon die Wahrheit über sich selbst zeigen. In den damaligen Zeiten herrschte deutlich mehr Krieg als heute. Keiner macht mehr Stimmung hier. Darkrai macht's richtig. Dazu gab ich lieber keinen Kommentar ab. Für lange Zeit haben es Pokémon Generation für Generation weitergegeben. Auch heute machen das noch manche. Aber ohne das Wissen, welches Lied sie da eigentlich genau spielen. Und soweit ich weiß, ist das Lied in anderen Welten sowieso verbreiteter als in dieser. Wenn dich meine Meinung interessiert, die Chance, dass ihr das hinbekommt, geht gegen Null. Passt zu euch Nullen. Auch wenn einige dieser Informationen wirklich interessant waren, wünschte ich mir in diesem Moment wieder, dass ich dieses Wesen nicht ertragen müsste. Vergiss es. Außerdem, ich bin die Essenz des Hasses. Denkst du, ich werde hier dein bester Kumpel? Mit diesen Worten verabschiedete sich die Determination dann auch. Ich entschloss mich, nun auch endlich Ruhe zu suchen und den Tag zu beenden. Wie bereits erwartet, begann der folgende Tag für uns nicht vor dem Mittag. Als wir langsam aufwachten, stand die Sonne schon hoch am Himmel. Das Wetter war einladend für einen schönen Ausflug. Rund eine Stunde später waren wir alle bereit aufzubrechen. Lord Ecke war unser Reiseführer. Logisch, da er die Gegend als einziger kannte. Er erzählte uns, dass wir uns rund 3 Tage für diesen Trip nehmen würden. Unser Ziel war die etwa einen Tagesmarsch entfernte Kristallhöhle. Auf dem Weg würden wir noch ein paar andere Orte besuchen. Er erwähnte heiße Quellen und einen Apfelwald. Kristallhöhle? Von dieser Höhle habe ich schon gehört. Da soll es wunderschöne Kristalle geben. Shinux erzählte uns von seinem Wissen. Lord Ecke war überrascht. Wann hast du denn schon von der Kristallhöhle gehört? Naja, im Advent, als ich hierher gereist bin. Knuddeluff hatte sie mir empfohlen, um ein Geschenk zu finden. Ich war jedoch nicht dort. Ansonsten hätte ich es nicht bis Weihnachten zurückgeschafft. Wir deckten uns im Ort mit Verpflegung ein und brachen auf. Alle waren hochmotiviert und freuten sich auf unsere Reise. Ich habe es schon oft gesagt, ich weiß. Doch es war wirklich ein tolles Gefühl. Zum ersten Mal, seit ich meine Erinnerungen hatte, waren alle glücklich und entspannt. Und so, wie ich die Erzählungen der anderen mitbekommen hatte, war es nicht nur für mich ungewöhnlich, sie alle so zu sehen.
Wir erreichten unser erstes Ziel nach etwa 4 Stunden Wandern. Für viele Pokémon wäre dies viel zu anstrengend, vor allem im Urlaub. Aber wer mehrere Kriege schlägt, der hat die Ausdauer für sowas. In der Ferne reihten sich einige Felsen auf und eine Öffnung blieb zwischen ihnen. Dampf stieg hinter ihnen hervor. Wir sind bei den heißen Quellen angekommen. Hier kommen viele Pokémon her, um sich zu entspannen. In der Kristallhöhle gibt es eine Falle, die einen aus der Höhle spielt. Diese bringt einen dann genau an diesen Ort. Ich hatte überlegt, ob das für den Rückweg vielleicht eine Option wäre, aber das würde vermutlich mit unseren Vorräten nicht gut gehen. Wir begaben uns zum Eingang. Als wir den felsigen Gang betraten, kam uns bereits ein Hitzeschwall entgegen. Bulbi schreckte etwas zurück. Und du bist sicher, dass uns das nicht schadet? Lord Ecke lachte ein bisschen. Etwas, was ich von ihm gar nicht kannte. Man muss sich an die Temperatur gewöhnen, dann ist es angenehm. In den ersten Minuten, nachdem man hierher kommt, kann es einen schon etwas überfordern. Aber lasst euch einfach drauf ein. Du hast leicht reden, du bist ein Feuer-Pokémon. Und trotzdem steige ich gerne ins Wasser dieser Quellen. Einen Moment sagte keiner etwas. Okay, gut, hast gewonnen. Bulbi wirkte etwas mürrisch, aber wir anderen konnten herzlich darüber lachen. Als wir den Gang entlang liefen, erklärte Lord Ecke noch etwas über meine Vergangenheit mit dieser Quelle. Wir sind damals nach unserer ersten Erkundung der Kristallhöhle hier gelandet. Wie gesagt, dort gibt es eine Falle. Es war zwar nicht eingeplant, aber trotzdem kam es uns sehr gelegen. Außerdem lernten wir hier Kurtel kennen, den Dorfältesten. Er hat uns später dabei geholfen herauszufinden, was genau mein Glücksbringer, den ich damals hatte, zu bedeuten hat. Mein Reliktfragment. Mit diesem Fragment konnten wir letztendlich das verlorene Land bereisen. Er atmete kurz durch. Ich frage mich, ob Kurtel wohl noch hier ist. Andererseits bezweifle ich es sehr stark. Die Erzählungen waren etwa im selben Moment zu Ende, in dem wir das Ende des Ganges erreichten. Eine kleine Treppe führte nun nach oben, um dort den Weg in ein großes Becken voller heißem Wasser zu bilden. Als Feuer-Pokémon war es eine sehr seltsame Situation. Einerseits ist und bleibt es Wasser. Das wohl größte Problem dieses Typen. Aber andererseits war das Wasser so heiß, wie es aussah. Es war aber, wie Lord Ecke bereits gesagt hatte, auch als Feuer-Pokémon durchaus genießbar. Auch Bulbi, die zunächst ja eher abgeneigt wirkte, schien das Wasser sehr zu genießen. Es war beinahe niemand außer uns hier. Wir konnten alle einfach eine Weile ausspannen und uns erholen. Genau das, wozu Urlaub gut ist. Doch nach einer kurzen Weile sprach ein Pokémon nicht weit von mir. Er ist inzwischen schon eine ganze Weile weg. Manchmal frage ich mich, was er da eigentlich macht. Ich fragte vorsichtig nach. Ach, wir haben ja einen, der etwas seltsam ist. Er verbringt fast die ganze Zeit hier an der Quelle, wie der alte Kurtel früher. Aber manchmal taucht er ohne Vorwarnung unter und kommt ewig nicht hoch. Was das soll, versteht keiner. Aber es ist nicht ungewöhnlich für den Kerl. Er war schon immer etwas... sagen wir speziell. Erschreck dich einfach nicht, wenn... Es wurde unsanft unterbrochen. Ein Pokémon tauchte ein paar Meter von ihm entfernt mit großer Wucht auf und spritzte überall Wasser hin. Dabei rief es irgendwas Komisches. Irgendwie in meinem Unterbewusstsein kam mir der Ruf bekannt vor. Nun stand das Pokémon in der Mitte der Quelle. Es war relativ groß und größtenteils pink. Wenn er ohne Ankündigung auftaucht, beendete mein Gegenüber. Womit ich jedoch noch weniger rechnete, waren die Reaktionen von Shinux und Lord Ecke, die das Pokémon beide erkannten. Knuddeluff! Gildenmeister! Das Pokémon sah zu den beiden und wirkte sehr erfreut. Lord Ecke, alter Freund, und Shinux, junger Freund, was macht ihr denn hier? Dasselbe könnte ich dich fragen. Er rief mich zu sich. Günther, komm her! Das Pokémon sah leicht verwirrt aus, also erklärte Lord Ecke ihm, was mit mir geschehen war. Er verstand sofort. Ich hatte inzwischen auch realisiert, um wen es sich bei dem Pokémon handeln musste. Schließlich sah er genauso aus wie das Zelt der Gilde. Also Günther, das hier ist unser alter Gildenmeister Knuddeluff. Unter seiner Leitung haben wir damals unser Team gegründet. Freut mich, alter neuer Freund. Knuddeluff hatte wirklich eine sehr... eigene Art. So wie ich nun schon manchmal gehört hatte. Lord Ecke verbrachte die nächsten Minuten damit, ihm die Lage zu erklären. Ah, Urlaub also.
Sehr gute Idee, ich mach auch Urlaub, seit ich die Gilde nicht mehr leite, dauerhaft. Ich weiß, dass die Gilde in guten Händen ist. Er wendete sich von Lord Ecke ab. Und Shylux, junger Freund, hast du deine Entscheidung damals bereut oder war es die richtige? Es war die beste Entscheidung meines Lebens. Danke, dass du mir damals gesagt hast, was ich zu tun habe. Du sagst das so seltsam. Ich hab dir nur einen Rat gegeben. Du allein hast entschieden, ihm zu folgen. Er wandte sich an alle anderen, die mit uns gereist waren. Und ihr seid auch Freunde, nicht? Die Freunde meiner Freunde sind auch meine Freunde, Freunde. Die nächsten 2 Stunden verbrachten wir zusammen mit dem etwas schrägen ehemaligen Gildenmeister in dieser Quelle. Nach dieser Zeit entschieden wir uns weiterzuziehen. Wir mussten noch bis Abend eine andere Stadt erreichen, die auf unserem Weg lag, um dort die Nacht zu verbringen. Bis bald, Freunde. Genießt euren Urlaub. Und wenn ihr in Metro City seid, grüßt meine Freunde von mir. Und so endete der erste Teil unseres Ausflugs als voller Erfolg.